Klimadiskussion und Flugscham hin oder her, Fliegen ist beliebter denn je. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss jedenfalls vermeldet heute einen neuen Passagierrekord. 2019 hat sie rund 19 Millionen Passagiere befördert. Mehr Flüge bedeutet allerdings auch mehr CO2-Ausstoß. In der EU müssen Fluggesellschaften ihren Ausstoß entweder reduzieren oder zahlen, sprich Emissionszertifikate kaufen. Seit diesem Jahr macht auch die Schweiz mit. Die Swiss allerdings fühlt sich im internationalen Vergleich benachteiligt. Seit dem 1. Januar gelten für die Swiss neue Regeln. Die Fluggesellschaft muss für den Flottenausstoß CO2-Zertifikate zukaufen. Das gilt für alle Flüge im europäischen Wirtschaftsraum. Die Idee hinter dem Zertifikatehandel: Fluggesellschaften müssen den CO2-Ausstoß auf der Basis von 2005 einfrieren. Die Obergrenze für den CO2-Ausstoß liegt bei 220 Millionen Tonnen. Bis zu dieser Grenze werden fast alle Zertifikate umsonst zugeteilt. Erst was Fluggesellschaften darüber hinaus ausstoßen, müssen sie in Form von Zertifikaten zukaufen. 2020 werden es Zertifikate für 346 Millionen Tonnen sein. Die Regelung sei nachteilig für die heimische Fluggesellschaft Swiss. Es wird uns einen Kostenblock auferlegen, der natürlich eine gewisse Wettbewerbsverzerrung hat, weil das Konkurrenten außerhalb von Europa nicht mittragen müssen. Und so günstiger fliegen könnten. Klimaschutz lasse nicht auf sich warten, findet die Schweizerische Energiestiftung, die sich für umweltgerechte Energiepolitik einsetzt. Andere, also außereuropäische Gesellschaften, haben einen kleinen Vorteil jetzt. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt europäische Bemühungen torpedieren. Aus diesem Grund, das ist durchaus tragbar für die Swiss und andere Gesellschaften, auch etwas für den Klimaschutz zu tun. Swiss beziffert die Mehrkosten auf 20 Millionen Franken pro Jahr. Wenn man denkt, dass das ungefähr einen Franken pro verkauftes Ticket ausmacht, ist das Peanuts. 8 Jahre nach Einführung des Emissionshandels gelten nun für alle europäischen Länder die gleichen Wettbewerbsbedingungen. Erst auf 2027 hat sich die Flugbranche auf eine verbindliche internationale Regelung geeinigt.